Und zwar. Wo ist denn hier der erstmal einmal verbrauchen? Was? Na gut, das schwarze Blut dafür weg, Mann. Verteidigen! Au! Bäh. Wenn nichts anderes mehr geht. Bäh. Oh, wo ist er? Da. Schutzschild! Wo? Wo? Hehe. Wo? Au. So, jetzt komm her. Oh, stirb, 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 stirb. Au, 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 au. Du hast keine Chance. Wir haben gegrilltes Schweinefleisch. Wah. Wah. Wow. Nein, Mann. Hat der noch mal eine Form? Nein! Zu einem Vampir gemacht? Hehe. Au, 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 oh, 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 oh. Boah, verpiss dich! Boah, boah! Ich brauch den Waldkauz. Und zwar ganz wichtig. Boah! Okay, ich glaube, ich kann ihm so keinen Schaden abziehen. Bäh. Oha, da komme ich echt an meine Grenzen hier bei dem. So, jetzt aber. Stirb, Detlaff, stirb! Au! Ha! Jetzt mal ein schwerer Schlag. Oh, verdammt! Boah, Kollege, die Vergiftungsstufe geht langsam zurück. Bald hast du nicht mehr viel zu lachen. Au. Bäh, und ich auch nicht. Bäh. Boah, verdammt. Komm schon, Geralt. Au. Okay. Eine Arterie hast du noch. Oh, oh, verdammt. Und jetzt stirb. Verdammt, stirb. Oh, oh. Alter, der gibt halt nicht auf, ne? Na gut. Stirb! Oh, 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 oh. Hoffentlich hat er uns bei dem Biss nicht auch zu einem Vampir gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Können wir nicht... Wir können ihn eigentlich nicht umbringen. Du kannst den nicht so umbringen, Mann. Das muss jemand anders machen.
Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Hätten wir das Band nicht abgekauft, dann wäre jetzt die eine gestorben. Krass. Ich es einfach nur so abgekauft habe. Was für ein Glücksgriff. Trotzdem muss sie dafür bezahlen. Und jetzt? Alter, wie krass. Also wenn das das Ende ist, muss ich sagen, es war schon ein gutes DLC, solide. Jetzt nicht eins, wo es mich total geflasht hat, aber... Was für ein umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel, ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das Sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ich bin an andere Kleidung gewöhnt. Ich glaube, das passt besser. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. So. Ich finde es nur nicht sehr bequem. Und offizielle Anlässe kann ich nicht leiden. Das sehe ich auch so. Man gewöhnt sich dran. Nun. Der Gerard sieht ja auch so. Und, halt und ich auch. Still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung packt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Aber echt. Bullshit. So wie hier auch. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Der hat's überlebt. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Nee. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren.
Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Edlas die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Wir treffen uns dort. Es hat keinen Sinn mehr, weiter nachzuforschen. Und woher weiß er? Das ist es nämlich. Ja, das wussten wir gar nicht. Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Gut, zum Glück haben wir ihm viel Geld gegeben. Boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Das geben wir auf jeden Fall. Es hat auf keinen Sinn mehr, weiter nachzuforschen. Ich würde sagen, wir machen es direkt. Herzlosigkeit. Das Beste wird passen, wenn er seine, wenn sie ihre eigene Schwester umbringt. Ja. Es liegt nun an das dir, wäre sehr herzlos. Meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ist ja gut. Aber echt. Die guten Klamotten, nicht, dass da noch ein Fleck drauf kommt. Irgendwas übersehen, aber was? Das passt eigentlich so gut zusammen. Vor allem, sie hätte ja nichts mehr machen können, wenn wir ihr das Band nicht gekauft hätten. Dann wäre sie, glaube ich, durch die Hand gestorben. Von diesem Detlef. Na? Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Dann haben wir 400 Goldstöcke gegeben für seine. Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Ja, warum nicht? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Wie läuft das Geschäft? Na, nachdem wir ihm das Geld gegeben haben. Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Ist ja gut. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Bettler? Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, vier. Einer pro Brief. Nur vier? Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschwunden.